mal. Ja. Guck mal. Ja. 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 Kommt auch hier. Kommt nur rein, traut euch. Also solange jetzt unsere letzte Gruppe noch einmarschiere, grüße ich euch alle erst einmal zum Katerbrunnen aufstelle. Mit drei kräftigen Miau! 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 So, und ich würde sagen, wir stehen ja schon eine Weile da Hanne. Wir haben zwar heute Glück, es ist nicht richtig kalt, aber ich würde sagen, wir bringen uns jetzt erstmal richtig in Stimmung und schunkeln der Runde. Und darum darf ich jetzt unsere Musik bitte um den Kater. Bevor wir jetzt einsteigen ins Programm, möchte ich natürlich unseren Pate ganz herzlich begrüßen, die alte Jungfrau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auf die Jungfrau, ein kräftiges Miau! Und natürlich begrüße ich auch unsere Freunde aus dem Ried, die Riedvögel. Ich grüße euch natürlich, wie sich das gehört, mit einem Kra! Alle anderen grüße ich nicht, das wäre dann gleich merken, warum. Und ich sage, wir steigen jetzt einfach mal ins Programm ein. Jetzt wird's dramatisch. Zum Katerbrunnen aufstelle grüße ich euch mit viel Radau. Ich grüße euch alle mit Miau! Wie jedes Jahr stellen wir den Kater auf der Brunne und freuen uns über euer Kommen. Ich sage es euch ohne Hohn, der Katerbrunnen aufstelle gehört schon fast zur Tradition. Wir täten es auch gern hin wieder machen. Aber Leute, es ist ehrlich, nicht zum Lachen. Wir haben beim Generalappell in der Tonhalle Gäste aus Rottweil gehabt. Und zwischendrin waren wir wohl nicht so nett. Wir haben vielleicht ohne Bedacht ein paar Witzle über Rottweiler, also Schwabe, gemacht.
Ja gut, wir haben sie auch wegen ungelogen mit den Romeos sie im Stadttor klauen, wegen aufgezogen. Ja, und wir haben ein paar Mal gesagt, vielleicht war es vor Messe, bevor die Rottweiler das Tor zurückkriegen, tätet mir es lieber fressen. Das Alice fandet die Rottweiler wohl nicht so schön. Seitdem haben wir sie auf alle Fälle nicht mehr in der Turnhalle gesehen. Was wir seitdem auch nicht mehr gesehen haben, ist die Brunnenfigur. Die ist verschwunden seit 16 Uhr. Ja, ich hab gesagt, es wird nicht lustig, ich hab's gesagt. Jetzt standen wir Katze da und wären parat, haben aber keine Figur und Hundesalat. Ihr könnt jetzt gerade die Hand abdrehen. Hätte irgendetwas von euch die Katerfigur gesehen? Sicherheitskonzept in Villingen. Ich hätte sie schon gehabt. Acht! Rummel! Ich sag mal ganz närrisch. Miau! Wer will jetzt den Hilferner Mickel hauen? Die Katerfigur, das sag ich dir grad, ist in Rottweiler Hand, weil ich das sag. Rummel! Du glaubst doch, it, du kennst über uns Rottweiler lästern und mir werdet das it verstauen. Du, wir lassen uns nicht verarschen. Der Stadttor und dem Romeus, das war damals eine Sauerei. Seitdem zieht's bei uns in Städtle Kehrig rein. Zudem haben wir Ziffer in der Stadt, das einfach keinen Anstand mehr hat. Ich will's mal ganz ehrlich sagen, und ich komme drei auf der Straße, wo kommt aus Baden. Seitdem komm ich ja alle grad furchtbar im Knick. Ständig ein Zug und es gefällt uns nämlich nicht. Aber, ja. Warum kann ich den Pelzmantel nie herab, du? Das ist nicht alle. Oh. Wohne ja an dem scheißzugigen Eck. Aber, ihr habt keinen Zug, ihr habt höchstens einen Knall. Mir wählt die Figur zurück und zwar auf jeden Fall. Und hör auch auf, wegen dem Tor rumzublären. Mensch, die Geschichte können mal anfangen, echt nicht mehr her. Ich geb dir gleich, du kleine Soldat. Wenn ihr mir erzählt, dass der bei euch jetzt zum Sagen hat, die steck ich doch locker in die Tasche und hau noch drauf, wenn der Marsch einen Arsch. Wir von der Nahalla schreibet heut Geschichte und werden die Fehde mit dem Romeus heut richten. Ohne Stadttor gehen wir nicht aus dem Haus, du kleine Fehdwebel. Ja, sie schau aus. Robert? Du Riesevieh im Hermelin. Ja, sag mal, ich glaub, ich spinn. Der Stadttor, das kannst du dir abschmieren. Den Kampf tätst du auf alle Fall verlieren. Wenn es sein muss, mache mir doch quer. Hole der Romeos und die ganz Bürgerwehr. Dann zeig ich dir, wo der Hammer hängt. Wenn es sein muss, wird halb Rottweil gesprengt. Aber weißt was? Wir Badner sind ja ein friedvolles Volk. Ich weiß ja, was ihr haben wollt. Ein Streit, das bringt ja nicht viel. Wir machen einfach mal einen Deal. Ich kann es ja jetzt eh nicht haben. Mir beendet die große Fehde. Mir Katze wollen nicht so sein. Drum bringet mal geschwind das Stadttor herbei. Gut, also gut. Aus Schwabe wollet Friede. Dann solltet ihr halt euren Kater kriegen. Aber haut im Notfall den Schwanz auf. Die schreien sie hier immer so als Tierquälerei. Meine Fegel waren gerupft.
Hier ist der Kerle. Ihr sollt den Hau. Drum auf, ihr Katze. Dreifachs. Miau! Ja! Miau! Ja! Miau! Ja! Miau! So, wenn ich mal sage, Zugpolizei, nehmt mal den Kerle ganz geschwind der Kater wieder ab. Moment, ich brauch zwei, was nur mit. Du kannst das Tor gleich haben, jetzt warst du mal geschwind. Jetzt machen wir das Ganze erstmal richtig schön. Zugpolizei, holt mal den Kater, stellt den Nuff auf den Brunnen, wo er nachhört. Dann spielen wir den Katzenmusikmarsch und dann sehen wir mal weiter. Auf Zugpolizei, bringt den her, komm. Rottweiler manchmal außer, jetzt hilft du sogar schon beim Schrauben. So sieht wahrer Friede aus. Bin ich froh, dass du nur an der Holzwicker rumschraubst und irgendwo anders. Oh, die alte Lungs vermissen schon aufpassen, ich bin nur bei dir da. Aber gut, mach doch sie ein. Du, Stefan. Ja, Dominik. Alles, ich muss das ja mal kurz aufklären, dass ihr überhaupt wisst, mit wem wir es da alles zu tun haben. Neben mir steht kein geringerer wie der Oberelfer der Nahalla Rottweil. Und wer nicht weiß, was die Nahalla ist, das ist in Rottweil quasi das, was die Katzenmusik bei uns ist. Sie haben auch wegen schräge Narrenzunft. Nur schöner. Nur schöner, bin ich mir nicht ganz sicher. Da schwätzen wir nochmal drüber. Du hast nur längere Federe, sonst nimmt. Aber du, Stefan, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, Dominik? Das mit der Fehde und dem Stadttor. Gut, wir haben gesagt, du kriegst das Stadttor zurück. Dabei blieben wir auch. Aber was? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du so das Stadttor kriegst. Weißt du, wie lange wir das schon haben? Und wenn man jetzt lang im Pfand hat, dann gibt's Zins. Und der Zins sieht ganz anders aus. Und drum, wenn ich mal sage, Klaus, wirf mal die Motorsäge an. Halt, stopp! Ein Kuban kommt extra aus Schwenningen daher, kontrolliert euer Sicherheitskonzept. Das geht zurück.
Und ob das so geht. Du kriegst ein Stator, aber du kriegst nur ein Stück davon. Der Rest blieb bei uns, wir sind doch nicht blöd. Du hättest halt die Gott die Karte an der Brust geben sollen, das ist jetzt wegen dumm gelaufen. Gib alles, Klaus, gib alles, komm. Mach's wie bei der Torte, schneid ihm ein schönes Stück raus. So gehört sich das. So, Klaus, ich würde sagen, das Stück lang für die Rottweiler, oder? Ah komm, mach's ganz tief, sicher ist sicher. So Klaus, ich glaube, das langt. Ah ja, das ist gut. Ja, wenn er mal da ist. So, gut ist, gut ist. Auf die St. Klaus, drei Kräftige. Mio! 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 So beendet man eine Fehde. Klaus, willst du das nochmal kleiner machen, sodass es von euch, von jedem so ein Vesperbrettli reicht? Weil wir sind von der Kassenmusik eingeladen zu einem schönen Speckvesper auf dem Rottweiler Stadttor. Herr General Feldmarschall, im Voraus schon ein recht herzliches. Herr Gelsgott, aber nein! Das langt. Siehst du, das ist halt der Nachteil, wenn man den Sprechtext nicht bis zum Schluss durchmacht. Dann gibst du auf einmal ein Speckfestbar aus, ohne dass es wurscht. Aber Stefan, ich sag das ganz ehrlich. Du kannst auch verkaufen. Wer will eins? Ein Stück Schrott bei der Stadttor. Ja. 1 Euro. Ich glaube, wir sind froh, wenn wir es los haben. 1 Euro. Ja, also, jetzt ist aber mal fertig. Versteigert wird der Hanne nichts mehr. 2 Euro. Weil, Stefan, pass auf. Zum Frieden. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Eine wunderschöne, kleine, musikalische Überraschung. Es folgt ein Marsch, der in Villingen gespielt wird. Zu früherer Zeit war das wohl mal so, als die hysterische Narrezunft noch in der Vereinigung war. Aber wir denken, wir wollen euch ja gleich wegen entschädigen. Wir spielen für euch euren Rottweiler Narrenmarsch.
Zweistrophe. Guckst du dir an, die Schwabe? Guckst du dir an, die werden nie satt. Und kriegen nie genug. Aber ihr wisst ja, war. Wir waren extra im YouTube. Und euer eigenes Stadtkapell spielt eine Ohrstrophe. Also fangt daheim mal an zu proben. So ist recht. Du hast auch noch nie was auf Dauer-Repeat gehört, oder? Ja. So, haben jetzt alle Rottweiler ihr Festbrotbrettle? Wenn ihr alle habt, dann halte mir den Rest da, kannst du rufen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich. Guck, das gibt mal der neue Romeus, das siehst du genau. Der hätte das größte Stück vom Stadttor geholt. Lieber Stefan, liebe Freunde von der Nahala Rottweil, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr die Gaudi daran mitgemacht habt. Wir wissen alle, wir sind alles Narren und da darf man nicht immer alles so ernst nehmen. Aber ich glaube, die Fehde haben wir wunderbar beendet. Also ihr lacht zumindest noch. Euch wünsche ich jetzt, wie allen anderen auch, eine wunderschöne Fasnet. Bei euch wird man wahrscheinlich eher sagen, eine glückselige Fasnet. Es freut mich, dass ihr daheim wart. Ich weiß, ihr habt in Rottweil gerade selber eigentlich zum Tour. Euch wünsche ich zwei wunderschöne Tage im Narrenkleidle. Uns wünsche ich jetzt nachher noch eine schöne Arbeit und morgen und übermorgen zwei richtig schöne Umzüge. Das Wetter scheint ja mitzumachen. Das passiert immer nur dann, wenn Katzen in der Stadt sind. Das wäre da am Dienstag merken. Nein, das Wetter ist erst dann besser geworden, als meine Mannschaft aus dem Zug ausgestiegen ist. Wir sind wohl, weil ich mit dem Zug komme, weil ihr wisst ja, es sind schon mal was von abhanden gekommen. Und seitdem ist das Wetter in Villingen besser. Wir nehmen es zwar wieder mit, aber ich möchte auch noch einmal Danke sagen, Dominik. Ich weiß, du hast immer das letzte Wort, du wirst es auch behalten. Ja, ich weiß, sonst hockt er wieder in der Ecke und blärt 14 Tage lang und die haben es am Telefon auszuhalten. Das lernt ja den gleichen Käse. Ich grüße euch recht herzlich. Feiert fest und bleibt gesund. Wünscht euch der Naro kugelrund. Fasnet auf unsere Freunde aus Rottweil und auf der Katerbrunne. Drei donnernde Miau! 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 Vielen herzlichen Dank und ich würde sagen, jetzt marschieren wir mal Richtung Ried, weil nach dem ganzen Bruch ich einen Schnaps. Abmarsch!